Guten Morgen. Jetzt Runde 2 Bodyweight Workout. Diesmal der Fokus auf den Oberkörper. Wieder wie bei den Beim Workout oder Fokus bei den Beinen 30 bis 45 Sekunden pro Satz. Und ich zeige euch wieder verschiedene Varianten und deswegen auch verschiedene Intensität. Wir haben verschiedene Übungen. Übung 1 ist negative Liegestütz. Übung 2 Bizeps Curl. 3 Liegestütz erhöht und 4 Dips. Das sind keine Dips fürs Brot, das sind Dips für den Trizeps. So, und zwar geht's los mit negativen Liegestütz. Ihr braucht wieder euren Kasten dazu. Achtet wieder bitte drauf, dass er nicht irgendwie wegrutscht, sondern stabil steht. Also hier den Kasten. Den nehmt ihr einmal so, stellt ihn hin, achtet drauf, wie gesagt, dass er nicht wegrutscht. Jetzt geht ihr hier drauf, stabil stehen, Ellbogen gehen leicht nach hinten, Brust berührt den Boden, ihr geht wieder nach oben. Wenn ihr das als schwer empfindet, einfach seitlich Ellbogen berühren. 30 bis 45 Sekunden. Das ist Übung 1. Übung 2. Bizeps Curls. Ihr könnt einmal den Kasten nehmen, an den beiden Griffen nehmen und hier einfach bis kurz vors Gesicht, bitte nicht direkt ins Gesicht. Wenn das zu leicht ist, könnt ihr gerne eine Hand nehmen und den Curl so machen. Achtet drauf, dass der Arm am Körper anliegt. Wenn ihr das mit einem Arm macht, dann logischerweise wechseln nach den 30 oder 45 Sekunden und dann den zweiten Arm. Ansonsten, wenn ihr mit beiden Armen macht, einfach viermal. Liegestütz erhöht. Ihr nehmt den Kasten, die Liegestütze sind relativ eng, deswegen wieder darauf achten, dass die Ellbogen nicht hier nach außen gehen, sondern hier ran. Ihr legt euch fast hier auf dem Kasten ab und drückt euch wieder hoch. Ellbogen sind relativ eng. Hier gilt wieder, wem das zu schwer ist, der kann Folgendes machen. Entweder den Kasten hier drehen und hier blenken oder sich abstützen, hier so abstützen und probieren wieder seitlich oder hier nur kleine Liegestütze. Das sind die Varianten. Wenn euch das stört hier, dann könnt ihr vielleicht eine Matte drauflegen oder irgendein Handtuch. So, und dann Übung 4, die Dips. Und zwar nehmt ihr den Kasten hier wieder, das Oberteil nach oben, Griffende sind hier. Ihr geht hier drauf, Beine sind relativ weit vorne und dann bewegt ihr euch hier nach unten und wieder nach oben. Ellbogen gehen nach hinten, Rücken, Po bleibt relativ gerade. Und dann Dips. Das war die vierte Übung. Die Wiederholungszahlen und die Sets schreibe ich wieder auf. Könnt ihr aber auch ein bisschen variieren. Wichtig, nach jedem Satz ein bisschen Pause machen, damit ihr das Krafttraining optimal nutzen könnt. Viel Spaß mit dem Kasten. Ciao.